und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zur heutigen Musikstunde. Schön, dass du dabei bist. Wir spielen jetzt den zweiten Teil von Rudolf the Red-Nosed Reindeer, Takt 11 bis 18. Schau zu oder, wenn du möchtest, spiel auch mit. Los geht's! Das ist das ganze Lied nochmal und wir beginnen jetzt nach dem zweiten Schluss an dieser Stelle. Das ist Takt 11. Wir spielen den mittleren Abschnitt und bis hierher, denn hier beginnt das Lied wieder von vorne. Das sind 2x4 Takte, Takt 1, 2, 3, 4. Ich mache eine gestrichene Linie hin. 1, 2, 3, 4. Bis dahin fangen wir an. Die rechte Hand liegt mit dem vierten Finger auf dem A in Takt 11. Die Oberstimme mit den Hälsen nach oben heißt A, A, C, A, G, E, G. Und wenn ich diese untere Stimme mitspiele, also auf 2 und auf 4, das C, F, da klingt es so. 1, C, F, A, wieder C, F, A, jetzt C, E. Nochmal 4, 1, 2, 4. H und F. Achte darauf, dass im Daumen das H liegen bleibt. A, B, F. Jetzt bleibt C, E liegen. Takt 15, 16. D, E. Wir spielen jetzt ab Takt 11 die linke Hand. Der zweite Finger liegt auf F, F, A, C. Ich wechsle auf den zweiten Finger, A, E. Nochmal. 2, 1, 5. Finger. Ich wechsle stumm auf den zweiten. Und Takt 13 und 14, D, G, 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 C, H, A, G. Nochmal Takt 13 und 14, 3, 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Takt 15 und 16, das ist zweistimmig, auf die 1 spiele ich das H, 1, 2, 3, 4, G, A, D, G. Nochmal, auf die 1 das H, das lasse ich liegen und spiele D, G dazu. G, A, D, G. Takt 17 und 18, vierter Finger auf D, E, Fis, G. Takte 4, 3, 2, 1. Jetzt strecke ich die Hand. 2, 5, 4, 3. Spiele beide Hände einige Male für dich allein, auch in langsamem Tempo. Und wenn du soweit bist, spielen wir jetzt ab Takt 11
mit zwei Händen. Links, zweiter auf F, rechts der vierte auf A. Ich wünsche euch Happy Playing und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.